sehen den Videopodcast Ich rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia. Ich sag ja immer, wenn Sie überzeugend reden möchten, dann reden Sie bitte mit einer entspannten und somit auch tiefen Stimme. Bei Konflikten oder bei irgendwelchen Verhandlungen, überall da, wo Sie sich durchsetzen möchten. Da ist es sinnvoll, in dem Moment entspannt zu sprechen und dadurch eben auf einen tieferen Stimmsitz zuzugreifen. Alles prima. Allerdings hat natürlich die hohe Stimme auch ihre Daseinsberechtigung. Und zwar ist es einerseits eine Spielaufforderung, ne? Smalltalk, all diese Sachen habe ich schon mal erzählt, aber auch im Prinzip eine Möglichkeit, das Gehirn aufzuladen, mehr Energie zu bekommen. Stellen Sie sich mal vor, das Ohr wäre so ein Dynamo. Hohe Töne sorgen dann dafür, dass der Akku im Gehirn aufgeladen wird. Das bedeutet aber nicht, dass Sie die ganze Zeit so hoch sprechen müssen, um ganz viel Energie im Kopf zu haben. Bedeutet aber auch, warum Kinder uns teilweise mehr Energie geben. Ja, nicht unbedingt, wenn sie durch die Gegend quengeln, aber einfach so diese hohen Stimmlagen sorgen eben dafür, viele Obertöne, dass unser Gehirn aufgeladen wird. Ja, was können wir da jetzt machen? Immer wie ein Kind reden oder uns mit Kindern unterhalten? Nee, Sie können zum Beispiel auch Mozart-Musik hören. Überall da, wo so viel Orchester ist mit Violin, da sind auch viele Obertöne drin. Auch das lädt praktisch Ihr Gehirn auf. Und seien Sie einfach nicht mehr sauer, wenn Sie vielleicht eine Mitarbeiterin, Kollegin haben, die so eine hohe Stimme hat und die auch überhaupt nichts daran ändern will, weil sie das toll findet. Dann denken Sie einfach, okay, einerseits nervt, andererseits, sie lädt mein Gehirn auf. Das war der Videopodcast Ich rede. www.ichrede.de von Isabel Garcia.